Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitag hier bei Ihrem BLK-TV. Starten wollen wir in die neue Sendung mit unseren Kurzmeldungen. Passage in Naumburg gesperrt. Aufgrund der derzeitigen Reparaturarbeiten am Dach des Gebäudes Jakobstraße 31 ist die Hirschpassage in Naumburg voraussichtlich bis zum 1. Oktober für Fußgänger gesperrt. Am 27. September beginnen im Auftrag der Stadt auch die Tiefbauarbeiten im Rosengässchen, sodass beide fußläufigen Verbindungen vom 27. September bis zum 1. Oktober parallel gesperrt sind. Fußgänger werden gebeten, die Umleitung über den Markt zu nutzen. Aktuelle Verkehrsmeldungen aus dem Burgenlandkreis. Am Autobahnkreuz Rippachtal beginnen am kommenden Montag die Arbeiten des 5. Bauabschnitts. Vom 27. September bis 29. Oktober wird dabei die Verbindungsrampe Südost, Abfahrt aus Richtung München von der A9 in Richtung Leipzig und Göttingen, jeweils A38, gesperrt. Die Landesstraße L190, Ortsdurchfahrt Teuchern, Brücke über den Zelschen Bach, wird in der Zeit vom 5. Oktober bis voraussichtlich 8. Juli 2022 wegen Ersatzneubau der Brücke gesperrt. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt ab der B91 über Neuben, Naundorf, Knoten, Theißen, bestehenden Umleitungsführung folgend B180, L190 und zurück. Die Fahrbeziehung zwischen der Straße nach Trebnitz und Unterm Berge wird halbseitig gesperrt. Die Regelung des Verkehrs erfolgt dort mittels einer Ampelanlage. Weiterführende Änderungen der Verkehrsführung werden je nach Baufortschritt separat bekannt gegeben. Branchendialog in Zeitz. Zu einem Branchendialog Pflege der Zukunft lädt das Digitalisierungszentrum Zeitz am 1. und 2. Oktober in die Franziskaner Klosterkirche Zeitz ein. Bei einer Podiumsdiskussion geht es um die Pfleger der Zukunft. Zahlreiche Workshops beschäftigen sich unter anderem mit digitaler Kommunikation, dem elektronischen Rezept und der digitalen Patientenakte. Mit dem Branchendialog Pflege der Zukunft greifen die Veranstalter Themen der Pflege mit Blick auf Gegenwart und Zukunft auf und lenken den Fokus auf Herausforderungen und innovative Lösungsansätze, die eine würdevolle und smarte Pflege der Zukunft ermöglichen. Arche wird modernisiert. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2007 ist die Arche Nebra als multimediales Besucherzentrum am Fundort der einzigartigen Himmelsscheibe von Nebra ein Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern. Um das Tourismus-Highlight fit für die Zukunft zu machen, startet der Burgenlandkreis mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums jetzt eine millionenschwere Modernisierung. Den Förderbescheid für die insgesamt 11 Teilprojekte im Innen- und Außenbereich wird Staatssekretär Gerd Zender in dieser Woche an Landrat Götz Ulrich überreichen. Der Kindertag 2021, zu diesem Anlass veranstaltete die Marke Kinder in Berlin ein Charity-Dinner mit Prominenten. Moderiert von Tore Schölermann waren seine Frau Jana, Barbara Becker, Verona Poth und viele andere als Paten für außerschulische Bildungseinrichtungen und Stiftungen mit dabei. Zudem gab es ein exklusives Konzert mit Michael Schulte. So. Die Freude war groß beim Ferrero Kindertag, auch wenn die Kinder selber zu ihrem Schutz nicht dabei sein konnten. Dabei haben sie unter der Pandemie am meisten zu leiden. Deshalb unterstützt die Marke Kinder am Weltkindertag außerschulische Einrichtungen und Stiftungen gemeinsam mit dem prominenten Paten. Ich habe mit den Eltern mitgelitten und vor allem mit den Eltern, die eben nicht die Möglichkeiten haben, ja, wie wir, die einen Laptop zu Hause haben oder so. Mit denen, die, ja, es eh schon schwierig haben, die dann auf einmal alles selber stemmen mussten. Und das fand ich auch das Schlimme, das Ungerechte, dass ja gerade die Kinder, die vielleicht manchmal eh schon nicht so die Möglichkeiten haben, zu Hause so gefördert werden, dann am meisten gelitten haben. Ja. Und die brauchen am meisten Unterstützung eigentlich.
Das ist natürlich enorm wichtig, dass man diesen Leuten nochmal Danke sagt, dass man sie unterstützt und dass es nicht so versickert. Viel wichtiger ist aber, glaube ich, grundsätzlich ein gesellschaftliches Momentum zu schaffen, dass man eine Awareness, ein Bewusstsein hat dafür, dass es im Prinzip immer noch notwendig ist, Kindern etwas Außerschulisches möglich zu machen. Gefühlt sind die Kinder fast die, die am meisten leiden hier in dieser ganzen Pandemie, weil einfach natürlich so ein Stück weit Kindheit auch genommen wird. Ich habe das eben auch mitbekommen und als Papa noch mal viel mehr. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier dabei sein kann. Der kleine Mann, der ist 10, der Roccolito. Und natürlich kann ich Roccolito bei den Hausaufgaben helfen. Das führte aber dazu, dass Familie Poth großen Spaß hatte, als sie mich vom Laptop sahen und ich mit Rocco morgens aufgestanden bin und über FaceTime versucht habe, mit ihnen die Hausaufgaben zu machen. Für mich jetzt, weil ich nicht betroffen bin, klingt es irgendwie spannend, dass man sagt, ja, man lernt so mit den Kindern. Aber ich glaube, nach dem zweiten, dritten Tag ist man einfach mit den Nerven total am Ende. Weil die Kinder vielleicht von dem Lehrer sich auch was anders erklären lassen als von der Mama. Also, weil die, also ich hatte meine Mutter in der Schule, ich kann es bestätigen. Hattest du das? Ja, meine Mutter war meine Englischlehrerin. Okay. Ja. Aber es ist doch dann sicher so, dass man von der eigenen Mama sich das nicht so beibringen lässt? Ich war da auch sehr viel vor der Türe gestanden. Ich ziehe so meinen Hut vor den Menschen, die sich da so wirklich hinterhängen mit Leib und Seele. Und deshalb finde ich schön, dass wir die heute einfach mal feiern. Gefeiert wurde beim Verwöhnmenü für die Gäste mit einem bunten Rahmenprogramm. Es gab Artistik, eine Quizshow und Sänger Michael Schulte gab ein exklusives Konzert für alle Beteiligten. Mit viel Spaß bei der Sache haben die prominenten Paten für jede Einrichtung eine Spende in Höhe von 3000 Euro erspielt. So! Wir haben alles gegeben und wir haben alle gewonnen. Was wollen wir mehr? Und vor allen Dingen haben die Kinder heute gewonnen. Apropos Kinder, auch die Familie absolut. Schölermann erwartet Nachwuchs und hat am Kindertag verraten, was es wird. Es wird ein Mädchen. Es wird ein Mädchen. Ja. Es ist so schön. Es ist so schön, wenn ich mir das vorstelle, dass eine kleine Mini-Mi von Jana bald bei uns zu Hause rumspringt. Wunderschön. Also wir hätten uns über junge Mädchen... Wir hatten wirklich gar keine Wunsch. Das ist so lustig, weil man hat immer man hört ja immer diesen Spruch von Eltern so, egal was es wird, wir freuen uns einfach so auf das Kind. Und seitdem ich schwanger bin, weiß ich genau, was gemeint ist. Also ich habe wirklich keine Sekunde irgendwie vorher drüber nachgedacht, so, ich hätte lieber gerne einen Jungen oder ein Mädchen. Das war einfach so, seitdem ich schwanger bin, ich freue mich einfach unglaublich auf dieses Wunder. Ja, und es ist eh schon ein Wunder. Und egal ob Junge oder Mädchen, das ist einfach nur wunderschön. Abwechslung, beste Musik. Saalewelle, hör dich glücklich. Kulthits, die besten 90er, 2000er, und das Beste von heute. Radio Saalewelle. Das ist deine Musik. Hör dich glücklich. Glücklich. Radio Saalewelle. Glücklich. Moin, Großer. Alles Gute zum 18. Sei nicht traurig, freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Die Vorstellung der neuen Mannschaft und einen Ausblick auf die kommende Saison lieferte der Syntenix MBC am Mittwochabend bei seinem Taktikmeeting in der Weißenfelser Stadthalle. Die vergangene Saison war für den Syntenix MBC aus Weißenfels mit Tabellenplatz 15 nicht unerfolgreich.
Allerdings konnten nur 2 von 20 Spielen vor Publikum ausgetragen werden. Mit der morgen Abend beginnenden 16. Saison im Liga-Oberhaus soll es aber für Verein und Fans besser werden. Um die Unterstützer auf die kommende Spielzeit einzustimmen und sich für Sponsorengelder zu bedanken, präsentierte Sportmoderatorin Stefanie Müller-Spira ein sogenanntes Taktik-Meeting in der Weißenfelser Stadthalle. Das Wichtigste wurde dann auch zuerst präsentiert: die neue Mannschaft. Mit dem aktuellen Team belegt der MBC schon mal Platz 1 in der Liga. 11 Zugänge gehen in der Saalestadt auf Korbjagd. Lediglich Kapitän Sergio Kerusch ist vom alten Team übrig geblieben. Mehr neue Spieler hat kein Team verpflichtet. Damit aber nicht genug, mit Igor Jovovic gibt es einen neuen alten Headcoach. Und mit George Pantelic übernimmt ein beliebter Ex-Spieler erstmals das Amt des Assistant Coach. Nach Stationen in Polen, München und Bonn kehrt der Montenegriner Igor Jovovic zurück an die Seitenlinie des MBC. Wie ist das Gefühl, an die alte Wirkungsstätte zurückzukehren, Coach Jovovic? Thank you for warm welcome. I feel great, really. I feel here like at home. Danke für den warmen Empfang. Ich fühle mich großartig, wie zu Hause. Die Leute akzeptieren mich so, als ob ich nie weg gewesen wäre. Alles hier ist sehr positiv. In der neuen Saison habt ihr 11 neue Spieler verpflichtet. Wie kompliziert war es in der Preseason, diese große Zahl an neuen Spielern zu einem Team zu formen? All these new players together to make a team for the start on Saturday night. I think that also during the season we will need to work a lot to get ourselves together. I'm very happy what I see on the practices that the guys are hungry. We've really tried during the summer to pick up the players. Ich denke, dass die Spieler auch in der laufenden Saison viel arbeiten müssen, um zusammenzufinden. Ich bin sehr zufrieden, was ich im Training schon sehe. Die Spieler sind hungrig und über den Sommer konnte ich sehen, wer für die anderen kämpft und eine große persönliche Motivation hat, um in der BBL zu spielen. In der Preseason haben wir gegen stärkere Gegner gut gespielt und konnten sehen, dass wir mithalten können. More challenging and mental more challenging than in the preseason, and let's see how the things will go. Under these 11 players are a unter lot den 11 neuen Spielern sind eine ganze Reihe von Namen, so die den deutschen Basketballfans eher noch nicht geläufig sind. Fans, auf welche Spieler sollten die Fans besonders good, ein Auge haben? BBL. Ich möchte das Team nicht aufteilen. Die Spieler haben in verschiedenen Ligen bisher gespielt. Einige Spieler haben aber einen interessanten Background, wie zum Beispiel Goran Huskic, der in der spanischen Liga spielte. Guard Nikola Rebic kommt aus Frankreich, hat aber auch schon bei Roter Stern Belgrad gespielt und auch in der Euroleague und im Eurocup. Oder Chris Coffey. Als Guard gibt er im Training immer sein Bestes. Auch schaue ich interessiert in Richtung auf das erste Ligaspiel, wie sich das Team dann macht. So all of those guys, let's say, to not mention, I think that they can show something. And I'm looking forward to see this starting from the first game. Yeah. Let us look forward at the end. Schauen wir nach vorne. Season, wo steht der MBC 22. Am Ende der Saison? Which position will be with the MBC possible? Das ist immer schwierig, aber mit harter Arbeit und Leidenschaft können wir uns das Leben einfacher machen und eine bessere Position wie letztes Jahr erreichen. Aber wir müssen erst einmal abwarten. In a better position than we were last year, but we have to see this, yeah? Coach, alles Gute für die neue Saison und viel Erfolg beim MBC. It's always also nice to talk to you. All the best. Das 1,5-stündige Meeting gab auch Verantwortlichen und Sponsoren die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Elke Simon Kuch wird zukünftig Ulrike Wölfel die Geschicke des Vereins leiten. Die neue Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt, Elke Simon Kuch,
konnte dann erst einmal einen Scheck über 5.000 Euro an die Geschäftsführerin des Asklepios-Krankenhaus, Hanna Gilles, übergeben. Der Erlös eines Testspiels gegen Bayreuth geht zu den Flutopfern an der Ahr. Neben Zuschauern in der Halle sind auch Sponsoren notwendig, um einen Verein wie den Centenix MBC am Laufen zu halten. Hauptsponsor und Namensgeber ist bis zum Jahr 2024 die Mineralölfirma Puraglobe aus Elsteraue bei Zeitz. Geschäftsführer Dr. Sönke Möhr freut sich nicht nur auf seinen spielenden Hamburger Landsmann Johannes Richter, sondern auch über einen neuen Schmierstoff für Motorräder, der den Namen Centenix trägt. Das schwarze Gold gibt es auch zukünftig im Fanshop des MBC zu kaufen. Erlöse fließen dann wieder in den Verein. Bei so viel guten Taten kann auch Weißenfels Oberbürgermeister Robby Risch nicht hinten anstehen. Mit einem Vertrag über 25.000 Euro Sponsorsumme wurde das Engagement der Stadt in der Saison 2020-2021 nun auch monetär abgeschlossen. Das Haushaltsjahr der Stadt ließ da keine andere Möglichkeit. Auch für die neue Spielzeit soll es einen Betrag von der Stadt geben. Wenn morgen Abend die Wölfe gegen den Aufsteiger aus Heidelberg erstmals zeigen müssen, welchen Stellenwert sie in der Liga einnehmen, hat sich Geschäftsführer Martin Geisler bereits weitere Anerkennung in der Liga erworben. Ab sofort ist Geisler Vizepräsident der Easy Credit BBL. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, Martin Geisler. Bei uns Geschäftsführer des MBC, Martin Geisler. Herr Geisler, erst einmal herzliche Gratulation. Vizepräsident der Easy Credit BBL. Ich glaube, das ist auch für Weißenfels als Standort eine Auszeichnung, nicht nur für Sie als Person. Ja, vielen Dank. Habe mich sehr darüber gefreut, dass die anderen Clubs mich da zu ihrem Vizepräsidenten gewählt haben. Und ich denke, wird für den MBC und den Standort nicht schlecht werden. Ein wichtiger Punkt in der neuen Saison ist natürlich das Hygienekonzept für die kommenden Heimspiele. Unter welchen Voraussetzungen dürfen die Fans wieder zu den Spielen im Wolfsbau? Also zuallererst muss man den 3G-Status nachweisen. Also entweder man ist geimpft, genesen oder getestet mit dem 24-stündigen Schnelltest, den man auch noch vor der Halle direkt machen kann. Das muss man hier nachweisen vor dem Einlass in die Halle. Und dann braucht man die Maske nur auf dem Weg bis zum Sitzplatz. Dann selbst beim Spiel darf man die Maske abnehmen. Wie viele Fans dürfen rein in die Arena? Bis zu 2.300 Fans dürfen zu den Spielen kommen, davon 100 auf Stehplätzen. Ganz persönliche Frage, erfüllt Sie das mit Freude, wieder vor Fans zu spielen? Ja, absolut. Die letzte Saison war schon richtig schlimm anzusehen. Wir waren ja alleine in der Halle. Wir machen das ja eigentlich, um die Menschen zu begeistern. Und jetzt freue ich mich, dass hoffentlich wieder ganz viele Menschen auch zu uns in den Wolfsbau zurückkehren. Wir müssen kurz über das Sportliche reden. Wir haben gerade mit dem Coach Igor Jovovic schon über das Team gesprochen. Letztes Jahr Platz 15, nicht schlecht unter Corona-Bedingungen. Was nimmt man sich dieses Jahr vor? Ich glaube, die Frage nach dem Nichtabstieg brauche ich eher nicht zu stellen. Also klar, Nichtabstieg ist das allererste Ziel. Damit wollen wir uns so schnell wie möglich nicht mehr befassen. Und dann soll es darum gehen, möglichst wenigstens einen Platz, also wenigstens Platz 14, besser abzuschneiden. Und wenn alles gut läuft und wir Platz 12 bis 14 angreifen können, freuen wir uns natürlich sehr darüber. Alles klar, wir wünschen eine erfolgreiche Saison in der Easy Credit BBL und wir schauen, was wir Ende der Saison dann auf dem Zettel zu stehen haben. Danke, Martin Geisler. Vielen Dank. Alle Fans des Basketballsports in Weißenfels werden den Wölfen die Daumen drücken und sicherlich auch wieder zahlreich bei den Heimspielen das Team lautstark anfeuern. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Ja,
Hey Schnucki, was machst denn du? Ich schaue Angebote durch. Ich hab deine Idee, komm mal mit. Ah, warte, ich brauche noch meine Angebote. Machen auch Sie Schluss mit lästigem Prospektewälzen. Im E-Center Hinze bekommen Sie immer alles frisch, günstig und von vielen regionalen Erzeugern. Wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Lebensmittel, Freiburger Weine und Naumburger Bier. Entscheiden auch Sie sich bewusst fürs Einkaufen und Genießen in Ihrer Heimat. Wir lieben Lebensmittel und freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr E-Center Hinze in Naumburg. Und weiterhin, liebe Zuschauer, bleibt's bei uns sportlich in unserer Sendung. Welche Mannschaften am Wochenende gegeneinander antreten, haben wir in unserem Sportblick für Sie wieder zusammengestellt. In der Fußball-Oberliga Süd empfängt am Samstag die Elf vom Blau-Weiß Zobau die Kicker vom FSV Budissa Bautzen. Anpfiff ist um 14 Uhr. In der Verbandsliga Süd reist die Mannschaft vom SSC Weißenfels bereits am Freitag zum BSV Halle Ammendorf. Hier rollt der Ball ab 19 Uhr. In der Landesliga Süd kommt es zur Begegnung SC Naumburg gegen MSV Eisleben. Los geht es um 14 Uhr. Rot-Weiß Weißenfels erwartet das Team vom FSV Rot-Weiß Alsleben. Und die Mannen von VfB Nessa laufen beim SV Romanta Steden auf. Hier rollt der Ball jeweils ab 15 Uhr. In der Landesklasse 9 geht es am Samstag für die Kicker vom SV Burgwerden zum ESV Herren-Rosserstedt. SV Braunsbetra trifft zu Hause auf das Team von TSV Leuna. Und SV Groß-Grimma verlässt das Gebachter. Für sie geht es zum SV Wacker Wengelsburg. SV Spura genießt Heimvorteil und erwartet die Kicker vom FC RSK Freiburg. Und für die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels geht es zur SG Schwergau. Das Team vom 1. FC Zeitz will auf heimischen Rasen gegenüber dem BSC Laucha punkten. Anpfiff ist jeweils um 15 Uhr. Kommen wir zum Handball. In der Sachsen-Anhalt-Liga genießt am Sonntag die zweite Mannschaft vom HC Burgenland nochmal Heimvorteil. Sie empfangen die Mannschaft von der SG Schwergau. Los geht's um 16 Uhr in der Sporthalle Brittitz. Und in der Verbandsliga reist am Samstag die Mannschaft vom WHV zum Quedlinburger SV. Beginn ist um 16 Uhr. Für die Damen vom OHC geht es am Samstag zum MFBC Leipzig-Grimma. Beginn ist um 15.30 Uhr. Und die OHC-Herren begrüßen am Samstag in der Sporthalle West die Red Hawks aus Kaufering. Beginn ist um 19 Uhr. Die Easy Credit BBL ist aus der Sommerpause zurück. Die Wölfe steigen am Samstag auf heimischem Terrain gegen die Aufsteiger Academics Heidelberg in die neue Saison ein. Das Spiel beginnt um 18 Uhr. Kommen wir zum Kegeln. In der zweiten Bundesliga geht es am Samstag für den SV Geiseldamm-Mücheln zum ESV Lok Elsterwerder. Die Begegnung beginnt um 14 Uhr. In der Verbandsliga empfängt am Samstag SV Grün-Weiß-Langendorf die Sportfreunde vom SV Grün-Weiß-Wörlitz. Und die erste Mannschaft von Grün-Weiß-Grandschütz reist zum Dessauer SV. Hier rollen die Kugeln jeweils ab 14 Uhr. In der Landesliga Staffel 2 kommt es zur Begegnung SV Geiseldamm-Mücheln gegen KV Sennewitz. Der SV Teuschern empfängt zu Hause Fortuna Kainer. Hier rollt die Kugel ab 14 Uhr und die erste Mannschaft der SG Wenitz reist zum SV Merseburg. Beginn ist hier schon um 13 Uhr. In der Landesklasse Staffel 4 kommt es am Samstag bereits um 9 Uhr zur Begegnung SV Lok Weißenfels gegen KSV Flemmingen. Die zweite Mannschaft der SG Wielitz empfängt im Rippachtal das Team aus Langendorf. Los geht's um 14 Uhr. Weiterhin kommt es am Samstag um 13 Uhr zur Begegnung SG Aufbau Zeitz gegen Eintracht Profi. SV Teutschendal reist zum SV Grün-Weiß-Grandschütz. Hier rollt die Kugel ab 15 Uhr. Und der KV Empor Merseburg spielt ab 13 Uhr auf heimischer Bahn gegen die Mannen vom SV Geiseldamm-Mücheln. Wenn Sie in Schwingungen versetzt werden, sind Sie kaum zu überhören. Es gibt sie in ganz kleiner Ausführung, aber auch mannshoch. Der Besuch des Glockenmuseums Laucha ist eine Zeitreise zurück in die Hochzeit des mittelalterlichen Glockenbaus. Thank you.
Ein Besuch im Glockenmuseum Laucha erlaubt dem Besucher einen historischen Rückblick in die Herstellung von Kirchenglocken und auf was man zu achten hat. Ich begrüße Sie im Glockenmuseum Laucha. Das Glockenmuseum ist eine stillgelegte Gießerei, in der man von 1790 bis 1911 Glocken gegossen hat. 1911 verstarb der letzte Glockengießer und es kaufte die Firma Schilling Apolda und legte die Gießerei erstmal still, hat aber das Gebäude zurückgeschenkt an einen Verein und deshalb seit 1932 ist es hier schon Museum. Hier drin wurden in der Zeit der aktiven Gießerei über 5000 Glocken gegossen. In mehreren Schaukästen kann man erfahren, wer in dieser Zeit alles Glocken gegossen hat und was so dahinter steckt. Die Museumsführerin vom Glockenmuseum führt in wenigen Schritten durch die Produktion einer Glocke und erläutert einige Schritte dazu. Die Glocke, die wir hier sehen, ist ca. 500 Jahre alt und wurde in Erfurt gegossen. Diese hier wurde 1594, oder man sagen bloß das, in Erfurt gegossen von Melchior Möhring. Das ist eine gotische Rippe. So macht man es auch heute noch. Heute, ja, wenn man die durchschlägt, hört man die veränderten Töne. Ich zeige Ihnen das mal. Und das ist eine Sache, die kann man durchaus berechnen. Ja. Leider nicht mehr läutbar, kein Klöppel drin, aber für uns ja. Schlachtton kann ich Ihnen noch liefern, das wäre der innere. Wie wird eine Glocke hergestellt? Das Handwerk an sich ist doch eine rechte Besonderheit, denn man bestellt beim Glockengießer nicht nur Gewicht und Verzierung, sondern auch den Glockenton, in dem sie letztendlich dann klingen soll. Und das muss stimmen, das prüft man nach dem Gießen. Wenn der Glockenton nicht stimmt, kann man meist die Glocke wieder einschmelzen und komplett von vorn beginnen. Deshalb spricht man oft vom Geheimnis der Glockengießer, aber es ist auch Erfahrung. Es ist einfach Erfahrung, die man auch heute noch genauso nutzt wie damals. Hier kann man sehen, wie eine Glocke entsteht. Erster Schritt ist die mathematische Berechnung der Glockenrippe. Denn es heißt, über die Profilstärke der Glockenrippe berechnet man den Ton. Wichtig und manchmal auch heute noch ein bisschen schwierig für die Glockengießer, Verzierungen, zu viel Verzierung auf den Glocken. Da kann es passieren, dass der bestellte Glockenton dann nicht mehr da ist. Man kann es schlecht berechnen. Nach der Berechnung musste man die Form aufbauen. Das geschieht alles in der Dammgrube, aber für uns netterweise hier nochmal Schritt für Schritt aufgebaut. Die erste Form, die entsteht, ist der sogenannte Glockenkern. Aus Lehmziegeln gemauert, Lehm draufgebracht, abgedreht, das ist die innere Form. Über ein Feuer getrocknet. Ist die erste Form fertig, dieser Glockenkern sieht es so aus, kommt eine Fettschicht drüber. Und nun der nächste Schritt, Sie nehmen dieses eingezeichnete Profil raus aus der Schablone. Und was man hier entfernt, bringt man in Form von Lehm über diesen Glockenkern drüber. Das ist dann die falsche Glocke. Die falsche Glocke, hier komplett drüber gearbeitet, hier kommen Inschriften, Verzierungen drauf und dafür hat man Bienenwachs in Holzmodell gegossen und dann drückt man das so drauf und beginnt dann und arbeitet wieder drüber. Erst ganz feiner Lehm, bis es so aussieht, das ist der Mantel, die äußere Form. Drüber wird dieser Mantel gearbeitet. Und da er drüber gearbeitet wird, prägt sich alles an Inschrift und Verzierung hier in der Innenseite vom Mantel ein. Hier sieht man im Prinzip das Negativ oder das Spiegelbild der zu gießenden Glocke. Es wird wieder getrocknet übers Feuer,
Gleichzeitig schmelzen die Verzierungen drunter weg, sodass man den Mantel hochziehen kann zum Schluss und schlägt die falsche Glocke, also die mittlere Form, wieder weg. Setzt den Mantel über den ersten Teil, über den Kern und hat nun den freien Raum geschaffen, der ausgegossen wird. Hier hinten noch zu sehen die Herstellung der Kronenform. Ja, jede Glocke hat eine Krone mit 4 oder 6 Henkeln. Das sieht man hier schön. Erst über Holzmodelle, wiederum mit Wachs. Erstmal eine Wachskrone aufgestellt, ausgeschmolzen. Und dieses hier ist die abschließende Form. Hier sieht man die Eingussöffnungen für die Bronze und was so nach oben so geht, die Windpfeifen oder Steiger, denn ist klar, die Luft muss raus aus der Form beim Gießen. Man setzt diese Kronenform komplett auf den Mantel drauf. Das wird sorgfältig verstrichen. Krone und Glocke sind immer ein Guss. Hier zu sehen das Kronenmodell dieser Naumburger Dreikaiserglocke. Erstmal das Holzmodell. Gibt es in allen Größen, von denen man als nächstes dann die Gipsform abnimmt. Es ist ganz interessant zu sehen, wie eine Glocke entsteht, was man wissen muss und auch was man zu achten hat. Das war eine interessante Zeitreise zurück in eine Zeit, in der es noch keinen Computer gab, und trotzdem den richtigen Klang finden musste für die Glocke. So, das war eine kurze Führung durch unser Glockenmuseum und wir würden uns sehr freuen, Sie hier demnächst begrüßen zu dürfen. So, liebe Zuschauer, das war's für heute wieder von uns. Ich hoffe, die letzten 30 Minuten waren für Sie unterhaltsam. Neues aus dem Burgenlandkreis gibt's an dieser Stelle wieder am Dienstag. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie's gut.